Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Ausgabe hier vom Projekt auf der Saxonia. Ja, wo wir immer noch fleißig in der Maisernte stecken, beziehungsweise allgemein in der Ernte. Ja, und ich immer noch verzweifelt versuche hier irgendwie das am Laufen zu bringen. Aber mir macht im Moment Autodrive echt einen Strich durch die Rechnung. Ich verstehe es nicht. Also, naja, gut. Dann fahren wir eben alles manuell da hoch. Dauert halt länger. Eigentlich dachte ich, dass ich das mal nicht machen muss. Ja, Autodrive zeigt mir aber wieder mal einen dicken Mittelfinger. Ich weiß nicht warum. Die Kurse sind eingefahren. Und er findet einfach den Weg da nicht. Man kann mir erzählen, was man möchte, aber ich verstehe es nicht. Naja, was soll's. Dann sei es so, dann müssen wir eben jetzt da hoch alleine fahren. Achso, den Wasserfahrer muss ich gleich mal einstellen. Hab ich ganz vergessen. Den guten Wasserfahrer, den habe ich vergessen. Aber das, ja, müssen wir gleich machen. Hier ist noch mal Baumwolle. Aber das ist ein Feld, du. Hier drüben. Alter Vater. Ich bin ja mal gespannt, ob ich wirklich vielleicht, jetzt muss ich aber gerade gucken, fahre ich jetzt so richtig? Warte. Ah, okay, ich muss jetzt hier hoch. Okay. Weil ich das gerade ausdrucke. Ich muss jetzt zur BGA hoch. Ja, wie gesagt, es könnte einfacher sein, wenn Autodrive das macht, was es soll. Keine Ahnung, ich bin auch schon echt hart am überlegen, ob ich die Version wieder runterpatch auf der 1.104. Einfach aus dem Grund, irgendwie hat das mit der 1.1.05 irgendwie, dass da irgendwie was nicht so will, wie soll. Keine Ahnung, ich kann mich täuschen, aber ich habe so die dumme Befürchtung, dass es daran wohl liegen wird. Ja. Ich probiere es jetzt gleich mal jetzt hier. Gut. Er findet den Weg nicht zum Feld 11. Obwohl ich mitten auf der Spur stehe und er eigentlich das Silo anvisieren soll, aber nein. Er will Feld 11 anvisieren, okay. So, gut. Wenn ich mich jetzt hier herstelle, findet er es, wetten? Nö. Hä? Jetzt. Da jetzt findet er es. Keine Ahnung, kein Plan, was hier los ist. Ich verstehe es nicht. Oh wow. Toll. Schön, wie ich es eingefahren habe und wie der nicht in der Lage ist, bei Zeiten rumzulenken. Ey, ich könnte doch schon wieder. So, komm jetzt aber. Find den Kurs und fahr hin. Na gut, da muss ich die Kurve hier ein bisschen kürzer drehen, dann sollte das so gehen. Wie gesagt, zurück zu findet er den Weg. Aber sobald ich vom Feld will, dass er dorthin fährt, keine Chance. Keine Chance. Und ich weiß zum Geier nicht warum. Ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, wenn ihr da Tipps habt und mir da irgendwie helfen könnt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin da gern bereit, ein paar Tipps entgegenzunehmen, weil ich weiß es nicht. Bis jetzt war ich mit Autodrive richtig zufrieden, weil Autodrive einfach wirklich so stabil lief. Aber er findet den Feldweg da nicht und er steht eigentlich genau auf dem Punkt, findet ihn aber trotzdem nicht. Also schon ein bisschen irritierend und merkwürdig. Aber na gut.
Nichtsdestotrotz müssen wir mal gerade gucken. Wo steht denn jetzt eigentlich mein Wasserfahrer? Düngerfabrik ist hier. Da ist er aber nicht. Ja. Ach nein. Ah. Ich habe ihn gefunden. Das ist gut, dass ich ihn gefunden habe. Hier ist er nämlich. Er soll eigentlich hier. Ja. Er war gerade Wasserladen und ja. Soll jetzt eigentlich weiterfahren. Gut. Ah, alles klar. Haben wir den Fauxpas behoben. So, jetzt ist die Frage, wir haben ja ihn hier, er fährt das ins Silo, jawohl. Haben wir denn jetzt überhaupt noch einen Ladewagen? Ja, aber ich glaube, das war der einzige, ne? Weil ich überlege, wir müssten ja auch bald mal anfangen, das Stroh wegzusammeln, Leute. Auf dem Feld. Ich glaube, das ist ein normaler. Ich glaube, der andere war ein Lader, war ja genau. Das ist aber böse. Da müssen wir in so einen Lader beißen. Und müssen uns einen mieten. Damn it. Der viel reinkriegt, der ist teuer. Und warte mal, der andere, der war ja, wo war denn der? Hier oben, ne? Jetzt muss ich gerade gucken. Wo habe ich denn den gesehen damals? Hier, oder? Warte mal. Das ist der, das ist die Cargo, ist ja gut. Die könnten wir eigentlich zum Häckseln nehmen, aber haben wir jetzt gerade nicht. Wo habe ich den denn hingetan? Der wäre auch zum Häckseln. Naja, die ganz großen, die wir hier nicht brauchen werden. Habe ich den nicht dabei? Okay, ich habe den nicht bei. Oder war der hier dabei? Warte mal. Ich glaube, hier war der dabei, ne? Beim Onkel Yogi. Hier haben wir den schon mal. Ich glaube, hier war der Klaas oder bei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Jawohl, hier ist der. Kostet mich zwar. Oh, warte mal, nee, hier. Kostet mich zwar eine Stange Geld, aber der passt wenigstens was. Nein! In das gute Ding. Kapazität. Aufbau. So, Abdeckung, ja. Wenn schon, dann richtig. Ja, scheiße. Scheibenkleister. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe, das hat sich erledigt. Ich kann es mir nicht leisten. Ich kann mir gerade gar nichts davon leisten. Das bedeutet, ich werde mich doch auf einen Kredit einlassen müssen, Leute. So. Ja, wir gehen auf 100.000. Ja, weil wir müssen ja irgendwie auf Teufel komm raus. Wir brauchen ja irgendwas. Das bedeutet, wir müssen auch einen Ladewagen uns mieten. Dann wenn. Der hier. Kostet 8.000, genau das geht. Kapazität mit Aufbau und Abdeckung. So, sind wir bei 10.000, genau. Den nehmen wir. Den bieten wir uns. Das Geld kam wir rotzfatz wieder rein. Sag ich euch nur, wir müssen jetzt langsam sehen, weil dann können wir nämlich das erste Stroh entweder, ich weiß aber auch halt eben nicht, jetzt muss ich gleich mal gucken, ob wir schon in die Kuhstall, also ob wir im Kuhstall selber schon Heu, ob wir da schon Stroh reinkippen können. Hallo? Ha?
Hallo, warum geht jetzt hier die Tür nicht auf? Das Türmenü, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ach, die geht wohl nicht. Warte mal. Geht wohl gar nicht auf. Wo ist denn mal Stroh? I don't know. Bei dem weiß ich es nicht. Also hier ist Gülle. Hier vielleicht. Müssen wir mal gucken. Das Silo, das fermentiert vor sich hin. Das weiß ich. Da sind wir jetzt schon bei 9%. Ja, das. Weil da würde ich jetzt nämlich den Johnny hier nehmen. Und würde den mal zum Fahrzeughändler schicken. Bevor wir mit dem Mais weitermachen. Ja, wie gesagt, es ist echt verdammt viel Arbeit für uns. Ja. Und es macht, und ich muss wirklich sagen, es macht richtig Spaß. Es macht Laune, es bockt einfach die Karte, weil die ist wirklich wow. Und mal wirklich ohne Seasons zu spielen, ist schon schön. Ich meine, klar würde ich die Karte auch gerne mit Seasons spielen, das wäre mir auch egal. Würde ich tun. Wenn ich, ne, also hätte ich absolut gar keine Schmerzen mit. Dauert länger. Ihr seht es ja an der NF. Da seht ihr ja, wie lange ein ganzes Scheiße dauern tut. Aber hier, diese Karte, ich weiß nicht, irgendwie, die macht so Laune. Also die wird so ein bisschen nebenbei, werde ich die auf jeden Fall immer mal Folgen bringen. Also die werden wahrscheinlich nicht regelmäßig werden. Das muss ich jetzt schon mal ganz deutlich dazu sagen. Regelmäßig wird es auf gar keinen Fall. Weil das schaffe ich nicht. Zumindest im Moment nicht. Ja, wir müssen einfach gucken. Also ich sag mal so. Wir einigen uns mal auf das. Ach guck, hier habe ich den F auch sogar noch stehen. Mensch. Butter bei der Fische. Wir einigen uns mal jetzt darauf. Ihr entscheidet. Ihr dürft gerne mitentscheiden. Wenn ihr sagt, das Projekt gefällt euch, das Projekt feiert ihr, dann ja, ne, zeigt es mir im Sinne von einem Daumen beziehungsweise ein paar Abos beziehungsweise auch Kommentaren, dass ihr dieses das Projekt feiert, dass das Projekt euch Spaß macht. Wenn dem so ist und ich merke, dass euch an dem Ganzen was liegt, dann können wir darüber reden. Dann wäre ich gern dafür bereit, da auch wirklich aktiv aktiv öfter aufzunehmen. Dafür. Aber das müsst ihr. Und ne, ich sage es, wie es. Was? Manchmal so. Ja, also das müsst ihr mir sagen. Am ersten Wegpunkt. Das Teil. Und hier machen wir den. So. Ich habe jetzt mal den Abfahrer eingestellt. Mal gucken. Ich hoffe, es klappt. Autodrive hat ja auch diese Angewohnheit, gerne mal das Eingestellte, was man hat, zu verstellen. Da hatte ich schon so mein Tänzchen die letzte Zeit. Gucken wir mal. Also wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Wir müssen die Futtermischanlage, die wir ja haben, mal langsam in Gang bringen. Das heißt, wir fahren jetzt Stroh hoch. Wir müssen Silage hochfahren und wir müssen auch, glaube ich, Gras muss noch hoch. Das wäre so das, was ich so nach und nach machen möchte. Auf der anderen Seite will ich aber auch, und deswegen tue ich die BGA jetzt befüllen.
Wir brauchen Gärreste, weil über diese Gärreste kann ich die Düngerproduktion anschmeißen. Genau, weil die Düngerproduktion braucht ja Gülle oder Gärreste. Genau wie der Flüssigdünger braucht ja dann wieder Dünger zum Arbeiten. Deswegen müssen wir ja Dünger erstmal zwangsläufig herstellen können. Also das baut eins aufs andere auf. Also ja, deswegen, ja, wir fangen so ein bisschen langsam an. Und ich meine, Mischfutter brauchen wir dann später eh. Weil wenn wir jetzt sagen, wir fangen mit der mit Kühen an, die wollen ja Mischfutter haben. Das heißt, bevor nicht die Mischfutterproduktion läuft und wir Mischfutter haben, kriegen wir ja keine Kühe. So, was macht er denn jetzt? Er ist bei Feld 13. Ah. Na mal gucken. Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Das kannst du aber wissen. Ob das jetzt so funktioniert. So, er klappt auf jeden Fall schon mal aus. Na mal sehen. Wenn er das jetzt klappt. Also eigentlich hatte ich vor, Ballen zu pressen. Aber da wir ja gesehen haben, dass sie die Fischmutter, genau, Mischfutteranlage zum Laufen bringen, brauchen wir ja Stroh. Und deswegen werden wir dann auch erstmal auf loses Stroh gehen. Und hier liegt ja genug rum. So, und ihr habt gerade gesehen, der TGX ist gerade wieder durchs Bild gefahren. Der fährt die nächste Ladung Wasser in die Düngerproduktion bzw. die Kalkproduktion, die mittlerweile, glaube ich, ganz gut laufen sollte. Ich hoffe es. Ja. Also so geht's langsam, nach und nach bauen wir uns so ein bisschen auf. Wir brauchen halt, ja, Zeit. Aber, und das ist das Gute daran, die Zeit, die wir jetzt haben, nutzen wir aktiv und ja, da kommt auf jeden Fall gut bei was rum. So, genau. Und da seht ihr, er fängt jetzt an, Stroh zu sammeln. Ich bin jetzt mal gespannt. Und da bin ich ehrlich gespannt. Also ich weiß, dass 10 Millionen da reingehen in diese Anlage. Ich glaube nicht, dass wir beim ersten Mal die 10 Millionen schaffen. Denke ich nicht. Wie gesagt, ist schwer einzuschätzen. Wir werden es sehen. Wichtig ist, dass der jetzt dann auch dahin fährt. Aber, das sehen wir. Bevor wir aber jetzt heute gar nichts mehr machen, warte mal, dann mache ich jetzt mal gerade diesen hier. Bevor wir heute gar nichts mehr machen, nichts Produktives mehr, gucken wir mal, ob wir es noch hinkriegen, dass mein Abfahrer zu mir kommt. Weil sonst muss ich das wirklich manuell selber fahren. Was schon scheiße wäre. Ich meine, gut. Was kostet die Welt? Ich mach's, aber wäre schon scheiße. Macht doch nicht. Okay. Ja gut. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja gut. Ist halt scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch einen Fehler so. Ich denke mal, ich werde einen Fehler drin. Ist halt so. Muss ich gucken. Muss ich mich wirklich nochmal schlau machen. Nur schön wäre es, wenn ich das hier automatisiert bin. Gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ah, yeah. Dieses KI, die ist wirklich manchmal zum Schreien komisch. So, bevor wir aber jetzt die Folge schon wieder beenden, weil wir sind ja schon wieder fast dran, das ist ja schlimm, mache ich jetzt wenigstens noch einen Hänger voll hier.
Weil sonst da kommen wir ja überhaupt zu nichts, weil. Und wir haben noch so viel Arbeit. Das ist ja gerade schlimm. Arbeit ohne Ende, aber ja. Aber wir kommen ja zu Hilfe. So. Dann machen wir es halt manuell. Alles gut. Sowas muss immer sein. Es macht doch Spaß. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon anfangs erwähnte, wenn ihr wirklich dieses Projekt, was ich hier jetzt mal so anfange, feiern tut, wenn euch das gefällt und ihr wirklich wollt, dass ich das öfter mitbringe, dass ich das noch mit ins Projekt mit reinbringe, beziehungsweise in den Kalender, in die Woche mit reinbringe irgendwo, dann lasst mich das bitte wissen. Weil nur dann kann ich wirklich sagen, okay, und so kann ich mich anders einteilen. Das wäre zwar dann jetzt das zweite große Projekt, aber gut, warum nicht, kriegen wir hin. Wenn ich dann irgendwann mit dem Sandmann später das Wochenendprojekt weiterführe, beziehungsweise dieses Battle, was wir ja machen wollen, haben wir ja dann auch noch ein Projekt mehr. Muss ich wirklich, ich muss halt schauen, wie ich es schaffe. Bis jetzt, sag ich mal, geht es. Und ich meine, ich bin ja jetzt momentan im Vorlauf, weil ich ja Urlaub und so im Haus vor mir steht, sozusagen, muss ich gerade ein bisschen produktiv vorarbeiten. Deswegen, ich kann euch nicht mal 100% garantieren, wann ich jetzt die Folge raushau, die gerade kommt. Es kann sein, dass die während meines Urlaubs schon kommt. Es kann aber auch erst sein, dass die nach dem Urlaub kommt. Werden wir sehen, weil wenn ihr wirklich aktiv darauf kommentiert, müssen wir halt wirklich gucken. Also ich muss schauen, wie ich es schaffe. Ich werde auf jeden Fall gucken. Also ich habe es ja nebenbei so oder so offen. Also ich sehe, wenn ihr irgendwas schreibt. Das ist Fakt. Also, es geht auf Garantie nicht unter. So viel kann ich euch schon mal sagen. Es wird nicht untergehen. Nur ich hoffe einfach auf euer Feedback. Nur dann weiß ich, ob es euch wirklich gefällt, ob ihr da richtig Lust zu habt. Weil ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, ich habe richtig Bock auf das Projekt. Jo, er findet nicht mal zum Silo A. Ah, wie ich Auto Drive gerade in den Arsch treten könnte. Ah. Gut, also ich bin echt dafür, dass wir versionstechnisch nochmal runterpatchen. Das geht so nicht. Das ist ja abnormal. Also ganz ehrlich, das ist verbunden. Das Straßennetz ist vorgefertigt. Und er findet es nicht. Keine Chance, nein. Also da bin ich definitiv dagegen, dass das so weitergeht. Deswegen, ich glaube, ich werde mich da wirklich gegen die Version entscheiden. Obwohl ich am Anfang dachte, okay, die ist eigentlich ganz stabil. Aber wenn ich das jetzt so mitkriege, dann war es das auf jeden Fall mit dieser Version und ich fahre schon wieder verkehrt rum. Boah, Alter, Irgendwann kriege ich es noch hin, Leute. Irgendwann. Durchdrehende Reifen. 62,50. Was ist denn da passiert? Ist dein. Das ist aber nicht mein Mähdrescher, oder? Warte mal. 62,50.
Ach! Ist mit dem Stroh? Was da los? Jetzt sag mir nicht, dass der auch den Weg nicht findet. Was machst du hier? Er hat den Abladepunkt gesehen. Irgendwie. Und wie gesagt, und genau das ist das, was ich meine. Leute, genau das ist der Punkt, wo ich sage, das geht so nicht. Warum? Alter. Nee. Also, nee. Da werde ich definitiv. Ich werde die Version ändern. Das geht mir. Das geht mir das hier gerade. Ich lasse das jetzt einfach mal gerade so. Und ich werde nach der Aufnahme werde ich Autodrive runterpatchen. Das geht mir auf den Kranz. Das geht mir so auf den Sack. Dass die da nicht irgendwie. Irgendwas haut doch hier nicht hin. Irgendwas ist doch hier komplett nicht so, wie man es eigentlich haben muss. Weil ganz ehrlich, so solche Sachen gingen damals ohne Probleme. Und jetzt mit der neuen Version, nö. Error. Nur Probleme. Nee. Fällt aus. Werde ich definitiv wechseln. Da gehe ich wieder eine Version runter und Arschlecken. Ich meine, dann habe ich eben das Rückwärtsfahren jetzt hier nicht drin. Das ist mir aber gerade auch sowas von Wumpe. Weil dann lieber habe ich eine Version, die stabil läuft und wo auch alles funktioniert und nicht hier, nee, ich finde es fällt nicht, obwohl ich genau davor stehe. Nee. Nein, das fällt aus. Aber guck ich mal. Was, wie gesagt, das geht so nicht. Das müsste funktionieren, das funktioniert aber nicht. Ich bin ja mal gespannt, ob der Strohsammler jetzt in der Lage ist, dorthin zu fahren. Weil wenn der jetzt nicht vom Fleck kommt, dann hat sich das erledigt. Da muss ich mich dann wirklich. Wie gesagt, ich wusste ja, dass das ist ja noch eine frühe Beta, das ist ja das. Aber dass die so anfällig ist, wow. Also da haben sie wirklich, finde ich, nicht wirklich stabil gearbeitet. Finde ich nicht gut. Müssen wir wirklich gucken. Also das kann ich so nicht gut halten. Und ich denke, da werden wir auch auf jeden Fall zurückpatchen. Weil das geht's nicht. Du stehst hier, weißt du, willst den einfach nur losschicken und der kriegt sich hin. Nee. Also auf keinen Fall. Auf keinen Fall kann ich das so lassen. Da gab's die letzte Version, die da war. Die war ja noch besser. Ich meine, gut, jetzt will er ins Asilo. Okay. So. Gucken, ob er das findet. Ja. Also, nee, das geht so nicht. Ich meine, gut eingefahren sind die Kurse auch nicht richtig. Also die hier zum Beispiel, das sind meine Kurse. Hier könnte ich... Okay. Das ist total verkehrt, wie er es abdreht. Ich weiß nicht mal, warum er jetzt erst angefangen hat. Ich meine, gut, es hat funktioniert. Davon mal ab, aber. Jo, und jetzt fördert er dagegen. Genau, ich. Nein. Also, Leute, nein. Entschuldigt, dass ich ein bisschen. Gerade da ein bisschen sackig bin drauf, aber das geht so mir auf den Sack. Ja, ich würde sagen. An der Stelle war es das erstmal hier von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und anscheinend dabei sein. Würde mich über positives Feedback von euch freuen. Ja.
Und natürlich für alle Neuankömmlinge, wer nochmal gesagt, aktiviert die Glocke unter dem Video, dann verpasst ihr keine Folge hier von mir und ihr seid immer aktuell informiert, was hier gerade abgeht. In dem Sinne, euch einen schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao.